Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute kommt mal wieder ein Unboxing und zwar zu der Glossy Box von Dezember. Ich habe sie wieder zugeschickt bekommen und möchte euch heute einfach wieder den Inhalt zeigen. Und ja, so sieht die Pink Box von Dezember aus. Ich finde sie sehr, sehr schön und da machen wir sie erstmal auf und da ist erstmal ein Zalando-Gutschein drin für 5 Euro und dann ist hier die Box, die machen wir dann einfach mal auf. Und dann haben wir hier das Heftchen und zwar ist das dieses Mal Winter Moments Edition. Und ja, das Heftchen sieht eigentlich voll schön aus. So, dann haben wir zuerst dieses CC Cream von... Ja, ich kann die Marke nicht aussprechen. Ich schreibe sie euch einfach mal hier irgendwo unten hin. Auf jeden Fall ist es eine CC Cream und ja, ich habe die jetzt zum ersten Mal heute drauf. Ich weiß nicht. Also ich kann jetzt noch nichts dazu sagen. Das ist das Originalprodukt und kostet 24,50 Euro. Dann habe ich hier von Claire Fischer eine regenerierende Nachthandpflege, was ich sehr, sehr gut finde, weil ich habe einfach mega raue Hände. Und ja, das ist dann für die Nacht. Die ist einfach fetthaltiger und pflegt die Hände noch ein bisschen besser über Nacht als eine normale Handcreme. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, dass sie in der Box drin ist. Und... das ist auch das Originalprodukt und kostet 5,94 Euro. Dann eine kleine Sache, womit ich jetzt nicht sehr viel anfangen kann, aber womit man auf jeden Fall, womit ich für Videos was anfangen kann. Und zwar ist es ein Kosmetik-Glitter von Bella Pierre Cosmetics. Also ich habe es gerade von dem Heft abgelesen. Und zwar die Farbe CG005 Spectra. Und zwar ist es einfach so ein richtiges Glitzer. Und ja, ich denke mal, man kann das auch auf die Nägel machen, deswegen werde ich es vielleicht dafür benutzen oder halt mal für irgendeinen Look, wenn ich mal ein Make-up schminke oder sowas. Und ja, das ist das Originalprodukt und kostet 12,99 Euro. Dann, worüber ich mich auch noch sehr, sehr gefreut habe, und zwar ist das eine Haarkur von Glisscore. Ja, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut, weil ich wollte unbedingt mal mir eine Kur kaufen und das ist jetzt halt... sehr gut, dass es hier drin ist. Und zwar ist das Hair Repair mit flüssigen Haarbausteinen. Millionen Gloss 10 Tage Glanzkur für stumpfes, glanzloses Haar. Und da habe ich mich, wie gesagt, sehr, sehr drüber gefreut, weil ich wollte mir immer so eine große Kurpackung holen und nicht immer nur die kleinen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie drin waren. Das ist das Originalprodukt und kostet 5,99 Euro. Dann ist noch drin von Weleda Lavendel Entspannungsbad. Das sieht so aus und ist irgendwie weiß. Auf jeden Fall riecht es extrem nach Lavendel. Das ist das Originalprodukt und kostet 1,95 €. Dann kommen wir noch zu einer Sache, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar ist es von Benefit. Ein The Pure Fashionable, also einfach ein Primer, wie ich das jetzt aus dem Heft entnommen habe. Und zwar ist das eine kleine Probiergröße, die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich wollte unbedingt eh mal was von Benefit haben. Aber Benefit ist ja einfach so extrem teuer. Und ja, es ist einfach ein Primer und den werde ich ausprobieren. Und ich hoffe, er ist gut. Und das Originalprodukt kostet 32 Euro, das ist jetzt eine Probe und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Und ja, das war die ganze Box, die ist jetzt leer. Und in allem ist die Box sehr, sehr, sehr gut gewesen. Also ich habe mich sehr über alle Dinge gefreut, ich kann alle Dinge gut gebrauchen. Und ich finde die Box sehr, sehr, sehr gut. Also ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, euch ein Abo zu holen. Und ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!